Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Ole, ole. Darauf freue ich mich ja jetzt schon. Hier warten sie alle. Die ganzen Viecher. Na? Was für ein Scheiß war das? Okay, hier kommt es auf jeden Fall, glaube ich. Hier ist ein Lüftungsschacht. Ach du Scheiße. Boah, wehe, du kommst gleich hinter mir irgendwie, ne? Der war scheinbar gerade in der Küche am Kochen oder so. Oh Gott. Ich traue mich überhaupt nicht mal weiter mehr, ey. Kein Bock. Ja, irgendwas Standardrahmen oder so, kein Plan. Fuck it. Munition? Hallo? Darf ich mal nehmen? Hallo? Boah, die kommen hier gleich alle angedackelt. Ich frag mich echt, was das für ein Vieh war. Ach du Scheiße. Aha, sehr schön. Na, wo ist das Vieh? Na, wo ist es denn? Fortschritt wird gespeichert. Aha. Toll. Boah, die kommen hier gleich alle angedackelt. Ich weiß das, ich weiß das. Oh. Ist da einer drin? Da sind sie. Kann das sein, die sehen mich nicht irgendwie wegen des... Wenn ich halt aufs Ziel mit den Lichtern, sehen sie mich vielleicht. Vielleicht sehen sie mich gerade gar nicht. Ach, weißt du was? Scheiß drauf! Drecksviecher! Allesamt! Oh, Mama! Da war doch einer drin, scheinbar. Boah, Stase, ich liebe dich. Wie viele Viecher waren das denn bitte? Was das? Ach, das war alles. Ach, das war ja Pipifox. Aber ich glaube schon irgendwie. Wenn man halt auf sie zielt, mit dem Licht und so, dass sie dann einen eher sehen, wenn man halt nicht auf sie zielt halt. Ich weiß nicht. Wäre auf jeden Fall nebenbei echt geil, wenn es so wäre. Aber ich glaube, das war's jetzt, ne? Und den noch zertreten. Ja, das war's, glaube ich, jetzt. Alle zertretet. Stase. Halbleiter, irgendwas. Medipack. Aber die gehen auf jeden Fall recht schnell down. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, alles. Hier. Aufgesammelt, ja. Kann weitergehen. Audio-Nachricht. Persönliches Log, Sam Ackerman. Seit 3 Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Ackerman! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche. Ach du heilige Scheiße. Also die achten auf Geräusche und wahrscheinlich... sehen die etwas nicht so wirklich. Boah, ich würde am liebsten jetzt mal
einfach aus Spaß hier durchschleichen, wenn das überhaupt geht. Aber die riechen mich ja. Also sie riechen Fleisch. Na, na, na. Mal nach. Na, guck mal nach, was da ist. Ruft der jetzt seine Freunde? Ruhe. Na, kommt alle her. Wie aussehen, ne? Na, kommen sie jetzt alle hier durch? Ah. Naja, einer nach den anderen. Einer nach dem anderen. Heute ist kostenlos. Mache ich nur mal eine Ausnahme, ne? So ist natürlich auch richtig gleich, ne? Kommt da noch jemand? Ja, kommt noch einer. Ein Nachtzügler. Oh, die sind auch schnell, ne? Oh, wie viele Leichen hier sind. Aber ich glaube, die gehen wieder alle weg, ey, Mann. Wie kommen denn hier noch? Also langsam habe ich genug. Kann das sein, dass jetzt einfach die ganze Zeit nur ein unendlicher Spawn? Ohne Scheiß. Gefällt mir irgendwie. Ich meine, schön viele Gegenstände und so. Also ich habe damit kein Problem irgendwie. Noch einer? Ich glaube wirklich, man kann sich da an diesen Viechern dann schön vorbeischleichen irgendwie. Wäre auf jeden Fall auch sinnvoll, denn wie man sieht, kommen da schon sehr viele. Aber hier ist nichts mehr, ne? Kein Plan. Aber ich traue mich auch überhaupt nicht, mich an denen vorbeizuschleichen. Darauf habe ich echt keinen Bock, ey. Ohne Spaß. Ah, ein Wandler. Eine Platine. Schön. Sehr schön. Hier ist sonst soweit nichts mehr. Schaut's aus. Boah, leck mich am Arsch. Drecksvieh. Ja, ja. Kommst nicht da durch. Scheiße, wa? Drecksvieh. Aber ich wette, es kommt dir gleich durch. Wenn ich irgendwas hier mache oder so. Hm. Ich frag mich, was das für ein Vieh da ist. Ein Artefakt. Ob es ein kleines Vieh ist? Oder ob es schon ein etwas größeres Vieh ist? Schade. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht befreien, den guten Kollegen. Ja klar, der Zero will einfach mal das Vieh befreien. Hier sind scheinbar keine Viecher. Oder? Da wartet ein Rätsel auf mich. Ah, dann wollen wir mal nach unten klettern, ne? Boah, ich dachte schon, neben mir wäre ein Vieh gleich. Okay. Ah, verstehe, das ist ja wieder so ein Rätsel. Okay, Moment, 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 Moment. Ah, was haben wir denn hier? Den können wir da so machen. Der kommt so hin. Den können wir... Moment. Würde das gehen? Nee. Wie schaut das aus? Nein, auch nicht. Ah, verstehe. Dann das. Und dann das. Ah. Oh oh. Diese Stacheln machen mir irgendwie Angst. Ohne Scheiß.
Okay, die Teile fahren auch irgendwie wieder zurück. Und der Teil wird immer schneller. Aha! Ja, komm! Jawohl, so will ich das sehen. Scheiße, wa? Alles geht immer weiter nach. Es geht immer weiter. Hat's jetzt aufgehört? Nein. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Hm. Alles soweit safe? Scheinbar. Ja, das ist eine Stasi-Station. Das muss man wahrscheinlich jetzt auch mit Stasi machen. Ah. Oh ja, definitiv. Das wurde ein bisschen scheiße gesetzt, ne? Oh ja. Ah, ich verstehe jetzt. Jetzt weiß ich, wann ich die Stasi setzen soll. Moment. Geh schon mal ganz kurz hier ran. Kurz nochmal warten. Ganz kurz. So. Jawohl, perfekt. Da kommt doch gleich ein Vieh raus. Und da auch. Überall. Mama. Nachdem ich das Rätsel gelöst habe, bestimmt geht dann wieder die Luzi ab. Ach du Scheiße, er leckt mich am Arsch. Jetzt geht's aber rund hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das könnten wir so machen. Den können wir so lassen, glaube ich. Dann so, dann so. Dann so. Und da haben wir schon wieder einen kleinen Fehler. Ah, das ist jetzt wieder richtig. Moment. Nee, das ist schon okay. Glaube ich. Und wie wäre das hier? So. Zack. Das passt auch nicht so wirklich. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. So. Der dann hier? Nee, das geht auch nicht. Alter! Das Rätsel ist schon Hammer. Denn der. Denn das rote. Dann das hier. Ah! Jawoll! Sehr schön. Die Rätsel werden auf jeden Fall scheinbar immer schwieriger. Habe ich doch gewusst. Und wie viel da auch wieder gleich rauskommen, ne? Ohne Spaß. Alter, wie viel hier rauskommen, ey. Das ist doch mal normal. Was ist das? Scheinbar nicht. Da kommen noch welche, hundertprozentig. Das war's noch nicht. So viele. Na, war es das jetzt wirklich schon? Scheinbar schon. Nice. Freut mich. Hat er noch was? Nee, ne? Hat er nichts mehr. Ah, jetzt müssen wir da durch. Oh, Kacke. Lass mal gucken, wo muss man eigentlich lang? Wahrscheinlich da nach vorne, oder? Würde ich mal so grob schätzen. Ja. Das wird jetzt heavy. Moment. Go, go, go! Beweg dich, beweg dich, beweg dich! Geschafft. So. Können wir gleich auch nach oben klettern? Das wird echt ein Riesengemetzel hier noch, ey. Diese ganz kleinen Viecher. Die erinnern mich irgendwie total an die Kinder von Dead Space 2. Also nicht an die Babys, die ganz kleinen, die Kinder halt. Da brauchte man halt auch nur einen Schuss. Okay, bei denen braucht man zwei. Was spackt denn hier gerade so ab? Was hat da gerade unten total abgespackt? Leider nichts gesehen. Aber ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Was haben wir denn hier? Schlüsselkarte.
das ist natürlich geil. Gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist. Und was noch wichtiger ist, sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Jojo, ich starte das Teil hier gleich auch noch in der Nebenmission. Handwaffe zur medizinischen Hilfe, weißt du? Kann ich mich jetzt hier selbst heilen oder was? Kein Plan. Oder wahrscheinlich irgendeine so eine Koop-Waffe, wer weiß. I don't know, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Nebenmission. Ah, wie ging das nochmal? Genau, mit den Nummern-Tasten hier. Ja. Die Nebenmission machen war natürlich gleich mal als allererstes. Bloß ich weiß überhaupt nicht, wo lang. Was natürlich sehr toll ist. Wenn mein Navi nicht funktioniert. Und eines dieser, dass ich gewonnen habe, der SPF. Ah, dann war, dass ich ganz toll war, mit dem Check, vielleicht kommt der Schuss gerade in diesem Netzwerk. Ha. Naja. Auf jeden Fall habe ich die Mission eingeloggt. Oh, eine Anzugstation. Sind da zwei Anzugstationen? Ja, zwei Anzugstationen, geil. Wofür? Wahrscheinlich für den Koop-Partner denn gleich auch noch? Aber warum war das nicht am Anfang schon so? Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ah, und da drin ist wahrscheinlich ein Schneeanzug. Boah, da muss ich wahrscheinlich meinen goldenen Anzug hier weghauen, oder was? Der arktische Anzug wurde freigeschaltet. Meine ganzen tollen Anzüge. Naja, wer weiß, vielleicht sieht ja der Anzug noch geiler aus. Kein Plan. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich hoffe, wir haben so viele Ressourcen jetzt, um Trefferpunkte abzugraden. Also um mehr Life zu haben. Wie schaut denn der aus? Obwohl mit diesem Fell. Aber naja. Nichts Besonderes finde ich, ne. Ich meine, zu diesen ganzen anderen Anzügen, die ich habe, schaut der irgendwie total, naja, aus. Okay, Wolfram haben wir immer noch nicht genug, von daher kommen wir gleich hier raus. So, jetzt kommen wir auch da durch. Drücke und halte B. Ja. Eine Audionachricht. Oh Gott. Hier ist Private Sam Ackerman. Ist da draußen noch jemand? Sam, hier ist Dr. Serrano. Hören Sie, Sie müssen zur Einrichtung 1. Verstehen Sie mich? Leben hängen davon ab. Was? Doc? Wessen Leben? Von allen. Gehen Sie, Sam. Jetzt sofort. Ackerman! Ackerman! Oh Gott. Ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Alter. Naja, ich würde sagen, ab hier werde ich erstmal diesen Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Space 3 wieder. Chakalaka, Motherfucker. Bye.